Sodala, hallo, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Mein Name ist Franconia. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz was sagen. Ich habe schon die ersten 3 Minuten hier aufgenommen gehabt. Aber dann habe ich gemerkt, dass wieder Audacity wieder momentan spinnt. Audacity bei mir. Das möchte die Game Capture nichts, jetzt spinnt Audacity. Zwar habe ich hier dieses Anschlagbrett durchgelesen und wir haben eine neue Quest bekommen und einen nicht erkundeten Ort. Und das möchte ich euch jetzt nochmal hier kurz zeigen. Zwar geht es in der einen Quest Mensch, sag's mir doch jetzt Grütze fix. Na, da ging es um eine Patrouille, die vermisst wird. Oh ja, vermisste Patrouille, Stufe 7. Sprich mit dem Auftraggeber. Weißt was? Dann machen wir das gleich als erstes. Bevor wir dann weitergehen. Ach, das ist der Auftraggeber. Hey du. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Schießschwert hast du. Ja, wir fragen ihn erstmal und dann geht's los. Du siehst müde aus, Quartiermeister. Bist du schon lange hier stationiert? Zu lange. Aber die Zeit wird kommen, da das Banner des Kaisers erst über Novigrad, dann über Dreiberg flattert. Und dann gehen wir alle nach Hause. Was willst du denn da haben? Da passieren die meisten Unfälle. Junge, Junge, Junge. So. Zeig mir deine Waren. Mal schauen, der muss eigentlich richtig cooles Zeug haben, oder? Als Quartiermeister und Scheiß hat er. Aber 400 an Kohle. Nur Pferdenleserhose. Wir nehmen das Anfänger-Rüstungsreparaturset natürlich. 5. Essenz. Ja, komm. Du mir ja. So, wir haben ja eigentlich nichts, was wir verkaufen müssten. Von daher wird das eine recht übersichtliche Sache. Wir haben hier noch was. Nachricht über vermisste Soldaten. Genau, das möchte ich euch nochmal. Das lese ich euch doch nochmal. Komm. Bis dann. Entschuldige, aber das werde ich jetzt euch nochmal vorlesen hier. Wenn wir es nochmal machen können, hier. Ist doch kein Problem. Ne, sonst heißt es lückenlose MP von wegen. Nee, solche Eis soll richtig verdammt. So. Der da, ne? Genau, Nachricht über vermisste Soldaten. Ankündigung: Soldaten im Dienste seiner kaiserlichen Majestät, Emir V.M. Reis, werden vermisst. Sie waren in Dienstausübungen unterwegs. Für jedwede Hilfe, sie zu finden, ist eine Belohnung ausgesetzt. Weitere Informationen hat der Quartiermeister des Zentralarmeelagers. Genau. Das war nämlich die Quest, die wir bekommen haben. Ja, und da sind wir jetzt hier und... Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Jetzt pass auf. Ich suche nämlich Arbeit, Kollege. Ich habe deinen Aushang gefunden. Ah ja. Ihr Hexer sollt ja hervorragende Spurenleser sein. Wenn das stimmt, könntest du mir wirklich helfen. Vor ein paar Tagen habe ich eine Einheit Kundschafter über den See in den Wald geschickt. Keiner ist zurückgekehrt. Finde meine Männer und bring sie ins Lager zurück. Ich bezahle dich gut. Natürlich nur so viel, wie in der Bekanntmachung steht. Kein Kopper mehr. Die Buchhaltung muss ihre Ordnung haben. Du Buchhaltung hast, du Trottel. Ich werde natürlich auch alles mal noch mal genauer nachfragen. Was sollten deine Männer denn im Wald? Hatten sie einen speziellen Auftrag? Nein, sie waren auf Patrouille, wie der Kodex es verlangt. Wer es glaubt. Die Bauern hier betrachten euch nicht unbedingt als Befreier. Sag, was du wirklich meinst, Hexer. Kleine Einheit, abgelegenes Gebiet. Vielleicht hat man sie mit Mistgabeln bearbeitet. Ein paar Bauerntrampel in Fußlappen sollen eine Einheit kaiserlicher Kundschafter niedergemacht haben? Was kommt als nächstes? Hat sie ein Drache gefressen? Esse, blöde Jock!
wie herabwürdigend ihn der ist, ne, gegenüber Bauern. Gut, ich kümmere mich darum. Fang auf der anderen Seite des Sees an zu suchen. Wir haben sie dorthin übersetzen sehen. Viel Glück, Hexer. Yo, Auftrag vermisste Patrouille. Quest aktualisiert. Geht zum verlassenen Lager. Allmächt. Ey, was, was? Wir holen jetzt nochmal Plätze wieder. Junge, Plätze. Meine süße, liebe Plätze. Da ist sie. Hey, meine treue Begleiterin. Ach, wie cool das schon wieder ausschaut, ey. Leck mich doch am Arsch. So, 600 Meter. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle drei Monate baden? Das hast du gut gemacht. Das ist die beste Kuh im Stall. So, wir reiten hier rüber. Hier waren wir schon. Das sieht einfach bombastisch aus irgendwie. So, für diese große, umfangreiche Spielwelt ist die Grafik schon überdurchschnittlich gut, muss ich schon sagen. Los, los! So plötzlich. Wir müssen da rüber. Ah, ich mag die Sumpfgegend einfach nicht. Ich bin ja gespannt, ne? Was, sind wir schon hier gewesen? Lauf, Plätze. Freilich, hier waren wir schon. Freilich, hier waren wir schon, hat er gemacht. Ach, schau doch mal, ey, wie super geil das wird hier. Ey. Entschuldigung, wenn ich dann immer das Spiel so sehr lobe. Aber beweist mir das Gegenteil, ohne Witz. Schneller. So, plötzlich. Wir sind hier. Hier ist das Lager. Mach langsam. So, erkunde das Gebiet mit Hilfe deiner Hexersinne. Erstmal hier abchecken. Altes Schaffell, Fläschchen, noch einmal eine Flasche. Alchemistische Bastel. Hier haben wir noch was. Hatten wir hier noch was? Alkohist. So. Wieso vibriert hier das Medaillon? Meister Rüstungsreparaturset. Das nehmen wir natürlich immer wieder gerne an. So, wir müssen aber hier rüber. Hier ist eine Spur. Wenn wir sie mal wieder lesen. Spuren von Nilfgaardern. Sie haben wohl eine Gruppe barfüßiger Bauern eskortiert. Oder war es umgekehrt? Was ist das? Ach so. Wieder Spuren von Nilfgaardern. Sie haben wohl eine Gruppe barfüßiger Bauern eskortiert. Oder war es umgekehrt? Hm. Die Frage, was ist hier vorgefallen? Was ist das für ein Gestank? Tatsächlich. Tatsächlich. Wieder Spuren von Nilfgaardern. Sie haben wohl eine Gruppe barfüßiger Bauern eskortiert. Okay, der Gestank. Oder war es umgekehrt? Wo kommt der her? Der beginnt hier. Und läuft hier entlang. Almich, was haben wir denn hier Schönes? Ui, was haben wir hier? Drakonidenmoschus.
Riecht frisch. Muss sich kürzlich hier niedergelassen haben. Mir schwant was, ne? Und die stören mich jetzt gerade wegen da drüben. Ach, das sind nur Wauzis. So, entschuldige. Aber bevor mir ihr nochmal blöd in die Quere kommt, muss ich euch leider vernichten. Hier liegt ein Toter. Barfuß. So, wir gucken mal hier weiter. Ich kann hier gerade keine Spur folgen, um ehrlich zu sein. Wir müssen hier rüber. Warte mal, hier war doch was. Wo will ich denn da? Die Leiche ist seltsam verdreht. Wohl eine Vergiftung. Könnte das Revier eines Drakoniden sein. Töte den Drakoniden? Da schauen wir doch gleich nochmal ins Bestariumseintrag rein. Okay, das ist so ziemlich gegen alles immer. Dazu noch Kartätsche, Drakonidenöl und Art. Okay. Dann werden wir mal gleich rübergehen. So. Kartätsche hat er gemacht, ne? So, Drakonidenöl, Insektoiden, Hybrid. Da haben wir doch Drakonidenöl. Bäm. Und das Artzeichen war es, glaube ich, noch, ne? Machen das mal wieder weg. So. Was war das für ein Zeichen? Das A-Zeichen, ne? Haben wir ja schon. Gut, dann soll er mal kommen. Und wir hätten uns eigentlich auch nicht ausrüsten brauchen. Das ist Stufe 6. Das war's schon. Alter, war das schlimm. So, wir nehmen natürlich das wieder auf. Wie für ein Ei, wie für ein Trophäe. So, kehre zum Lager der Nilfgaarder zurück. Die Totenstarre sieht nach einer Vergiftung aus. Moment, die Leber fehlt. Ausgefressen. Mikrophagen. Mikrophagen? Die Totenstarre sieht nach einer Vergiftung aus. Moment, die Leber fehlt. Ausgefressen. Mikrophagen. Da müssten hier welche rumrennen, oder? Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Hey, Jungs! Oh, geiler Move, ne? Hey, Schniedelbeidel. Wo kommst du her? So, Apfelstreitkolben natürlich. Dann nehmen wir nur die Strickleiter mit. Und das gegrillte Hühnerbeinchen. Okay, bis auf das Fass, ne? Komm, das hauen wir weg. Boing. Okay, aber hier gibt es anscheinend nichts, bis auf das Lager jetzt.
Okay, aber du siehst da mal mitten im Wald. Mitten im Wald, was, wenn du 100 Meter nur daneben läufst, dann findest du das gar nicht. Von daher ist doch die Wahrscheinlichkeit, wie ich finde, recht groß, dass wir doch nicht alles schaffen oder alles finden und alles sehen werden in diesem Let's Play. Aber ich denke mal, das meiste, und ich glaube, wir sind auch recht gut dabei hier. Das ist ja auch schon Folge 320, glaube ich, ne? Und da können wir froh sein und stolz auch natürlich drauf. Ja, aber das war jetzt auch dieser Auftrag, dieser Hexauftrag. Das war jetzt keine großartige Herausforderung. Im Gegenteil, das war eigentlich, ja, kurz und schmerzlos für den Würfel. Geht mir nicht auf den Zwirn hier, ey. Junge, Freunde der Sonne. Monsterklaue, Rotzenzeug. Noch so einer von euch? Hässlich, Alter. So, wo ist der Scheiß von dem? So, weiter geht es, pressiert. Der Quartiermeister möchte erfahren, was mit seinen Männern los ist. Und wir kommen immer zu spät, ne, irgendwie. Schade, schade. Wieso können wir das Schwein angreifen? Wieso können wir das Schwein angreifen? Das ist doch nichts. Ui, guck mal, ich mache jetzt mal nichts mit denen, ey. Weil die so niedlich sind. Was schreien die da so rum? Ich glaube, die kämpfen. Beziehungsweise üben miteinander. So, Freunde der Sonne. Scheiße, wie komme ich jetzt darüber? Ja, ich glaube, ja, wir sind schon richtig hier Stelle hier. Was siehst du? Wir könnten uns damit ausrüsten. Armbrust, Alter. Rüsten uns aus, hat er gemeint. So, mein Freund. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Ja, schlechte Kunde muss ich verbringen. Ich habe deine Soldaten gefunden, ihre Leichen jedenfalls. Ein Wyvern-Weibchen hat sie umgebracht. Sie sind in ihr Jagdrevier geraten. Ein Wyvern? Bloede Pest. Deine Männer müssten sie provoziert haben. Verstehe. Danke, Hexer. Deine Belohnung entsprechend der Bekanntmachung. War fail. Jo, 50 Kronen. Und vermisste Patrouille. Abgeschlossen.
So, Punkte kriegen wir natürlich dafür natürlich gar nichts mehr. Fertigkeitspunkte bzw. Erfahrungspunkte. So, Freunde, dann hätte ich doch gesagt. Jetzt gucke ich nur noch mal kurz geschwind auf die Karte. Ja, wir sind hier. Dann laufen wir mal einfach hier rein, ne? In die Bumper. Komme ich hier überhaupt rein? Ach, ich komme hier gar nicht rein. Sehe ich das richtig? Nur wenn ich eine Rüstung habe, eine dementsprechende. Freunde, das kann es doch nicht sein, oder? Das kann es doch nicht sein. Wir könnten aber... Denn hier müsste noch ein Fragezeichen. Aktuell gibt es hier 5 neue Fragezeichen, Junge. Ach, gleich da oben. Und hier so rotzige Fragezeichen. Ja, dann haben wir 4. Und hier auf dieser Insel. Dann hätte ich doch gesagt, reisen wir erstmal hier hin. 300 Meter, das machen wir noch in der Folge. Das machen wir noch in der Folge. Ist ja gleich um die Ecken. Mich stören halt immer ein bisschen erwähnt die Fragezeichen, die wir. Der Kaiser wird uns die auf dem Berg sind, ne? Also, da kannst du davon ausgehen, dass du da schlecht hinkommst. So, quer durchs Gestrüpp durch. Ui, hier sieht's aber auch. Uiuiui, was ist das hier? Ein bewachter Schatz, natürlich. Wie stark ist der? Junge, Junge. Edgy bitch. Ein wenig langsamer. Edgy Bitch. Oh, jetzt hat er mich hier richtig, ne? Na komm schon. Ein süßer kleiner Genius. Bleib doch, mein Freund. Monsterstern, Monsterklaue, schieß mich tot. Wir meditieren eine Runde. So. Und hier ist so, keine Ahnung, die Zeichen, die hatten wir ja auch schon auf den Höhen gesehen. So, was haben wir denn schönes? Triglav, Runenstein, Hasenfell, Gitarische Gambeson. Oh, Schidal-Rüstung. Wir nehmen es mal mit und kurz schauen es uns an. Schidal-Rüstung, ja, das ist ja alles nichts. Das ist alles nicht die Welt.
Ja, aber müssen wir sagen, wir sind eigentlich ganz gut hier jetzt vorankommen. Wir gucken uns hier nochmal die Umgebung uns ein bisschen an. Regen aus. Also es regnet in Strömen, Alter. Dann fängt der an. Ui, wieso ist es hier zu überhaupt? Ne, Wasserflasche, sehr cool. Wieso kann ich hier die Tür aufmachen und wieder zu? Schade, dass es hier keine verlassene Stelle ist. Ein Becher. Was haben wir hier noch? Ein Brot, sehr schön. Okay, dann gibt es hier nichts weiter. Außer diesen Ort. Dann. Da hinten ist Plätze. Nee, hier kommen wir eigentlich gut hin. Kommt die Fragezeichen, machen wir. Aber dann alles in der nächsten Folge. Ne? In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sag bye bye und bis. Ja. Zum nächsten Mal zu Let's Play The Witcher 3. Macht's gut. Servus.